Weniger Unsicherheit nach dem Rückzug des türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu hat die Anleger erst einmal beruhigt. Der Leitindex der Istanbuler Börse stieg um 0,4%, nachdem er zuvor noch um 2,4% gefallen war. Auch die Währung des Landes stand wieder höher im Kurs. Der Euro verbilligte sich um rund 1%. Ein türkischer Finanzexperte: Es würde in die falsche Richtung führen, auf Turbulenzen zu schauen und dann Entscheidungen auf kurz oder lange Sicht zu treffen. Ich meine, was ich sagen will, wir müssen abwarten, bis sich die Lage beruhigt, um sie zu verstehen. Davutoğlu hatte im Machtkampf mit Staatschef Recep Tayyip Erdogan den Rückzug vom Parteivorsitz der regierenden AKP und damit auch vom Amt des Regierungschefs angetreten. Die beiden lagen nach Medienberichten unter anderem wegen einer von Erdogan angestrebten Verfassungsänderung zur Einführung eines Präsidialsystems im Clinch.